Ja, kommen wir jetzt zu, ich denke mal, so Greedos, eher Greedos Game of Spiel. the Year. Da können wir gleich noch am Schluss drüber reden, was so unser Game of the Year ist, aber ich denke mal, es ist bei dir auf jeden Fall ziemlich hoch Ja. in dem Rang. Wir reden jetzt über Bloodborne Genau, plus ist im DLC, März The Old rausgekommen, relativ Huntress. spät. Ja, der DLC, muss man jetzt dazu sagen, ist jetzt gerade erst Ist gerade rausgekommen. vor allem von ein paar Tagen, von einer Woche oder so rausgekommen. Ja, Ist auch ich egal. glaube Ende November. Ende November, ja. Ja, Ja, ist ja. ich glaube 20. November oder irgendwie so. Aber jo, im März ist halt das Hauptspiel rausgekommen erstmal für PS4 exklusiv. Ja. Und der Hintergrund davon ist natürlich, dass es komplett gepublished ist von Sony, Ja. wie auch damals schon Demon's Souls, was auch bis heute, und ich glaube, das ist rausgekommen vor sechs, sieben Boah, das Jahren, ist schon sechs ewig Jahren, her, ja. ist auch nie rausgekommen für andere Konsolen. Und genauso wird das auch mit Bloodborne jetzt bleiben. Ich glaube nicht, dass jemals ein Port kommt. Weil das ist halt ein Sagt System das? Seller. Es gibt so viele Leute, die sich extra, wie ich zum Beispiel, die sich extra dafür die Konsole. Ich habe mir natürlich dann auch gedacht, ich werde noch Ja, du andere musst Spiele irgendwann eine darauf Next Gen haben. spielen. Klar, als Gamer ist das so. Ne? Man Ganz braucht so. irgendwann eine neue Konsole, weil irgendwann gibt es Ja. halt nichts Neues mehr dann für die alten Systeme. Genau, wie gesagt, es ist halt ein System Seller und Smarter Move und From Software sind eigentlich ein kleineres Unternehmen und wenn die ein riesiges Startkapital bekommen von einer großen Firma, um ihr Ja. Spiel zu machen, dann klar, schlagen die Hilft das natürlich da zu. natürlich auch. Und ja, ich hab mir das Spiel gekauft, habe es dann erstmal alleine durchgezockt und dann kurz darauf, so keine Ahnung, vielleicht 2 Wochen nach Release oder so, haben wir es dann nochmal zusammen durchgezockt. Ja, stimmt, ich war ja relativ. Ja, wir hatten auch noch die alte Version mit den Ladebildschirmen, was Genau, das ewig war gedauert hat. Da schlimm. dachte ich Am mir, Anfang, Alter, als will das nicht Spiel sterben. rausgekommen ist, Ich will nicht sterben, der war echt, Ladebildschirm ist. wenn man in eine neue Area gegangen ist oder sich Du hast auch teleportiert deinen hat neuen oder Fernseher gestorben da, ist, ne? da, nee, den hatte ich schon länger, den hatte ich schon, Echt? Haben wir uns als aber längst Dark Souls 2 gesehen. raus war. Echt krass. Nein. Doch, doch. Wirklich? Ja, Okay. als der zweite Dark Souls 2 DLC war, da habe ich schon den gekauft. Okay. Auf jeden Fall, ja, haben wir es dann, genau, die Ladescreens, Ja, die immer wenn die waren Area gewechselt hat, hässlich. man hatte wirklich bis zu 40 Sekunden Loading Ja, Screens. länger teilweise Und auch. es war Das war einfach so ein schwarzer unertragbar mit Bildschirm, dem Logo. wo das Logo drauf war, Bloodborne. Und bei meinem Schön Fernseher weiß. hat sich das dann, weil es so lange angezeigt wurde Ja, und weil es dieser auch starke weiß war, ne? Kontrast war, das Total war weiß auf knallweiß, schwarz, ja. hat sich das dann immer eingebrannt und dann danach, wenn man in einer dunklen So Area gespielt hat, trollig. stand da immer Immer noch so noch Bloodborne Bloodborne. auf dem Screen drauf, so für 1 Minute oder so. Und ja, wir haben es dann zusammen durchgespielt und was war denn so dein Eindruck, als du es gespielt hast? Wie gesagt, ich war eigentlich ultra hyped für das Spiel und dachte mir so, boah, wie kann ich das Geld irgendwie heranschaffen, dieses Spiel zu spielen? Also ich war echt sehr Echt? gierig. Ja, ich wollte das Spiel unbedingt Day One spielen Weil und ich dachte so. irgendwie, du wärst so, wärst gar nicht so gehypt gewesen irgendwie und wärst dann überrascht gewesen, wie ähnlich es irgendwie Dark Souls war, weil du es Nee, irgendwie anders erwartet ich hast. mochte das Setting, ich mochte den ganzen Flair von dem Spiel und so, dieses ganze Gotische, es hat mich total angesprochen und so. Und es sah halt schon wieder ein bisschen soulig aus, also wo man die ganzen Ja, Trailer gesehen hat und so extrem. das Kampfsystem. Ich wollte es eigentlich unbedingt haben und habe dann dich, was heißt ausgenutzt, aber ich hatte halt durch dich die Chance, das Spiel dann auch zu spielen mit dir Ja. zusammen. Und natürlich hast du mir auch ein bisschen geholfen, weil sonst hätten wir das Spiel nicht wir haben es echt in einem Wochenende durchgespielt, ne? Wir haben es, glaube ich, in 2 Tagen oder so, oder 2,5 Tagen haben wir es durchgespielt. Und ich muss echt sagen, also das Spiel hat für mich echt ein geiles, ein besseres Level-Design als Dark Souls 2. Es hat wieder dieses Zahnradprinzip. Du rennst irgendwo her und es ist vernetzt miteinander. Die ganzen Gegenden sind schön gestaltet, wobei ich sagen muss, es ist auch teilweise nicht unkreativ Ein gestaltet. bisschen wenig Ein Abwechslung, bisschen weißt du, öde, ja. Weil wenn du es, so wenn man viel von dieses dieser Stadt Jahne, ja, hast. dieses Jahne, man rennt einfach viel zu viel in Jahne rum, es gibt viel zu viel Stadt. Viel zu viel regenbefallene Straßen, Feuer, die brennen, und es ist so ein bisschen wenig an Abwechslung. Aber ich muss echt sagen, das Spiel ist auf jeden Fall ziemlich geil. Vom Schwierigkeitsgrad fand ich es jetzt nicht so schwierig, außer jetzt irgendwie ein paar Bosse, wo ich Probleme hatte. Aber ansonsten muss ich sagen, Dark Souls 1 fand ich echt extrem knackiger. Heutzutage kann ich es nicht mehr sagen, weil Dark Souls spielen wir Ja, heute durch, haben also kein ich glaube, Problem wenn mehr du echt mit. Bloodborne als dein erstes Ja. Souls in Anführungszeichen Souls-Spiel spielst, dann kriegst du wahrscheinlich übelst auf die Fresse, weil das Spiel so aggressiv und Ja. schnell ist. Und Ja, es also die ist Bosse schon unverzeihlich. gehen einem da richtig auf den Sack. Aber wie gesagt, es sind auch lustige Sachen bei mir passiert. Was passiert ist, ja, Leichen, die komisch aufeinander lagen. Was auch noch passiert ist, ich war im Ragen und dachte so, ja, scheiße, jetzt bin ich schon wieder tot. Ja, Heb den kurze Controller hoch. Erklärung.
Es gibt so, es gibt Gesten, so Gesten, ja, die man machen kann in dem Spiel. Und man kann entweder so ein Menü aufmachen, wo man dann die Geste auswählt und dann macht der Charakter die. Ja. Oder man kann X gedrückt halten, genau, und dabei eine Geste mit dem Six-Axis-Controller machen. Einfach und dann, dann macht er halt auch eine Geste. Ja. Das Problem ist, dieser Knopf wird auch benutzt für andere Sachen, zum Beispiel aufheben. Items aufheben, ja, Dialog skippen oder so. Und andauernd, wenn man eigentlich überhaupt keine Geste machen will, also macht dann der Charakter irgendeine Geste. Und das Behindertste überhaupt war irgendwie, Minas kämpft gegen einen Gegner, so einen fetten Executioner-Typ mit einer riesigen Axt. So lächerlich. Und die prügeln aufeinander ein und Minas hat einfach, wir sehen einfach seine Energieleiste. Ja, also scheiße, ich bin bam, voll im Arsch. Und es sieht echt so aus, als wäre er tot. Und er regt sich irgendwie auf und flickt so den Controller zur Seite. Ich wollte ihn eigentlich schon dir geben oder so. Ich dachte mir so, also, kein Bock mehr. Und guckt vom Screen weg. Ja. Und sein Charakter schlägt einfach nochmal zu, killt den Gegner und benutzt die Hinsetzung-Geste und setzt sich im Schneidersitz auf den Boden und sitzt so einfach so bad, wie so ein Badass-Samurai oder so, sitzt er da. Wie war ich meine, weißt du noch meine Reaktion? Minas darauf hat das nicht mal mitbekommen, weil er quasi, er hat sich aufgeregt vom Screen weggeguckt. Ich hab nicht mal geguckt. Scheiß Spiel. Und der Charakter sitzt einfach irgendwie mit einem HP, sitzt er da auf dem Boden und der Gegner kippt tot. Das war ein Magic Moment, ohne Scheiß. Das hatte ich noch in keinem anderen Spiel. Das ist sowas bescheuert. Und ich habe mir einfach nur einen abgelacht und Minas dreht sich um, guckt auf den Screen und total verwirrt. So, hä, was ist passiert? Also das war haben echt, wir uns einfach nur noch einen abgelacht. Das war echt ein sehr lustiger Punkt. Aber da, wie gesagt, das Artdesign, die Musik, die ganzen Soundeffekte, das Spiel ist einfach satt und liebevoll gemacht. Das ist einfach ein Meisterwerk. Ist, also wenn man echt, wenn man Dark Souls kennt, weiß man eigentlich ungefähr, was einen da erwartet. Auch wenn das Spielprinzip sich ein bisschen geändert hat und irgendwie, es gibt halt diese Waffentransformation und alles ist ein bisschen schneller, aggressiver. Wie war denn deine Erwartungshaltung anders jetzt gegenüber dem Spiel? Also hast du dir mehr erwartet, weniger erwartet oder wie war dein Eindruck? Also ich war eigentlich total skeptisch und vorsichtig, bevor das Spiel rausgekommen ist, weil ich dachte mir so, ja, wahrscheinlich ist es nicht so sehr RPG-mäßig. Sondern wahrscheinlich ist es irgendwie echt eher so actionmäßig. Vielleicht kann man auch gar nicht aufleveln oder irgendwie verschiedene Builds spielen oder so. Aber dann ist es rausgekommen und für mich war es eigentlich echt einfach wie ein weiteres Souls-Spiel. Yes. Was gut ist. Ist auch so. Und ja, wie gesagt, jetzt ist halt noch der DLC rausgekommen. Ja, dazu kann ich gar nichts sagen. Also den habe ich nicht gespielt. Genau, und ich will jetzt auch nicht irgendwie spoilern bitte. Für Minas oder so. Aber Es ist eine gute Erweiterung und es ist für einen DLC, es ist echt, man hat mehrere große, ich glaube es sind im Prinzip drei Areas, die alle relativ groß sind, mit fünf neuen Bossen und die Bosse sind da eigentlich immer so das, die Highlights in dem Spiel. Ja, das ist wie bei Mega einer von den Bossen ist halt ein Rehash von einem anderen Boss in dem Spiel, kennen die meisten Leute auch wahrscheinlich schon, wenn sie einen Trailer gesehen haben. Ja, da kommt auch vor. Aber die anderen Bosse sind ziemlich cool gemacht. Und es ist einfach nur es gibt neue Klamotten, es gibt eine Menge neuer Waffen. Und ein Kritikpunkt von vielen Leuten war ja auch irgendwie, dass es zu wenig Ausrüstung, Waffen gibt im Spiel. Und jetzt gibt es halt echt wirklich coole, neue, abgefahrene Waffen. Und ja, es gibt jetzt einfach halt mehr Variation, mehr Levels zum Durchspielen, coole neue Bosse. Das ist echt eigentlich genau das, was man sich gewünscht hat. Und es gibt keine neuen Chalice Dungeons. Ja, das haben sie verworfen. Was gut ist. Nee, aber gibt's in diesem neuen DLC so einen typischen PvP-Ort? Also gibt's irgendwie so eine Sache, wo du sagst, oh, da wurde ich oft invaded, gar nicht. Das finde ich echt schade, die hätten echt eine Arena machen sollen. Aber wenn man jetzt PvP macht, man findet die ganze Zeit Leute und auch für Koop. Also man läuft echt die Glocke und es ist nie so, dass man irgendwie mehrere Minuten warten muss oder so. Ja, weil als wir das durchgespielt haben, ich glaube, ich wollte für Cleric, dieses zerfledderte Vieh, was einen vergiften kann. Bloodstuff Beast. Beast wollten wir, glaube ich, einen NPC beschwören. Du meinst, ja, muss die Glocke benutzen. Ich habe es gemacht und das Sign war nicht da. Also ich konnte diesen NPC nicht mal rufen. Das haben sie jetzt auch ganz verändert. Komisch. Die haben jetzt ein Zeichen, das auf dem Boden liegt, dass du anklickst und dann kommt der Charakter raus. Okay, also ich wollte einmal das austesten, wie das ist, wenn jemand hilft. Ja, also es gibt jetzt auch so ein neues Item, das man, also es gibt im normalen Spiel gibt es jetzt noch einen NPC, den man finden kann, den man joinen kann, einen Covenant joinen kann. Und dann das ist quasi wie die Sun Bros in den anderen Spielen. Und ist das in DLC oder auch schon im ganzen Spiel dann so reingepatcht worden? Bei ganz vielen alten Bossen gibt es dann auch zusätzliche NPCs, die man dann das ist quasi so Easy Mode. Nicht wirklich, das sind eigentlich alle krass. Sind die nicht gut?
Ja, aber lustig. Finde ich gut. Du hast dann auch noch, kriegst irgendwie ein paar neue Gesen und neue Klamotten irgendwie. Aber ja, es ist einfach ein Upgrade fürs Spiel, eigentlich genau das, was man erwarten würde. Und weißt du, wie teuer der DLC war? 15 Euro, 20 Euro? Ja, 15, 20 Euro. 15 Euro. Ist okay. Ja. Ja. Also, Bloodborne, cooles Spiel. Am Anfang hat es echt technisch, also genau, haben wir eben auch noch gar nicht zu Ende geführt, den Gedanken. Wie gesagt, es gibt diese langen Loading-Screens, ja. Aber es gab dann später, irgendwie, ich glaube, nach einer Woche oder zwei gab es einen Patch. Ja. Und damit haben sie die echt mindestens halbiert. Ja, zum Glück. Glücklicherweise. Und dann auch Item-Descriptions und so abgebildet, ne? Genau. Das ist auch eigentlich ganz schön. Dass es also, sie haben echt auch viel gepatcht an dem Spiel. Viele Sachen auch am Gameplay haben sich verändert, weil es gab noch so Sachen wie, es gab diesen Memory-Leak-Glitch. Wenn das Spiel für, keine Ahnung, sechs bis zehn Stunden am Stück gespielt hat, dann waren alle Bosse verpackt und haben nicht mehr ihre Ultra-Moves. Das hatten wir leider bei zwei Bossen. Ja. Aber ja, cooles Spiel, wenn man Souls-Fan ist, kommt man eigentlich nicht wirklich dran vorbei. Weil man muss sich nicht eine PS4 dafür kaufen, aber wenn man es irgendwo spielen kann. Ja. Ich finde auch die Lore und die Story ist auch eigentlich interessant im Spiel. Es ist so ein bisschen Lovecraft-mäßig. Es ist auch noch so verwirrender und weirder als in Souls-Games. Ja, also noch kann man noch weniger irgendwie, ist noch undurchschaubar. Aber es ist geil, dass es so ist. Ich muss sagen, echt Dark Souls 1 von der Lore am allergeilsten bisher, finde ich irgendwie, weil da hat echt jeder Anhänger, jeder Gegenstand hat irgendwas mit der Welt zu tun. Die sind auch alle so interessant. Ja, die sind alle so standalone. Du kannst das ist der Sigmar von Katarina, der sieht so und so aus. Du hast direkt einen Namen und sich alle so einprägen. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir es so oft gespielt haben, aber ich finde, bei Bloodborne geht das so ein bisschen verloren. Ich habe es auch bisher, wenn ich selber habe, werde ich es vielleicht auch noch mal zwei, dreimal durchzocken. Aber ich habe zu Bloodborne halt nicht so den Bezug. Zu, wie ich zu Dark Souls habe. Ja, aber dennoch muss ich sagen, Bloodborne habe ich eher so den Bezug zu der Welt an sich und zu den ganzen Kreaturen und so. Ja, aber nicht zu den NPCs. Ne? Das hat mir auch so gefehlt, weil die NPCs waren zwar auch cool, es gibt ja auch diese Kathedrale, wo dann halt diese Frauen, die du oft triffst und so, die da drin sind, die auch wieder eine Story-Bewandtnis haben oder so. Aber im DLC gibt es mindestens zwei coole... Ach echt? Es gibt coole Charaktere da. Ich will dieses Spiel jetzt auch spielen. Oh. Ja, machen wir noch. Irgendwie nächste Woche oder so. Ja, gerade wollte mein Screen... Ja, aber das reicht dann auch erstmal zu Bloodborne, würde ich sagen. Ja, wir haben gerade technische Störungen, aber es scheint weiterzulaufen. Boah, Alter, mein PC. Und wenn wir gerade schon bei Soulsborne sind, wenn man es so nennen möchte, kam dann auch noch wenig später Dark Souls 2 Scholar of the First Sin. Genau. Also ist das richtig? Ja, Scholar of the First Sin. Genau, lange kam Titel, raus, ne? Und das ist einfach, es ist eigentlich gedacht, um das Spiel zu porten auf die Next Generation. Ja, das Original ist rausgekommen für Xbox 360, PS3 und PC. Wie alt das jetzt wieder dachten ist. Dachten sie sich halt, okay, nutzen wir die neue Hardware und machen irgendwie so ein paar Improvements oder vielleicht auch nicht Improvements. Und es wird schon ein bisschen poliert, ne? Es gibt halt ein paar Sachen, man kann zum Beispiel mit mehr Spielern online spielen als vorher. Also man kann zu sechs in einer Welt sein, statt zu fünf gehen. Warum? Und es gibt in den Areas mehr Gegner, was teilweise überhaupt nicht sein musste. Zum Beispiel, hey, Brightstone Cove Zeldora, hast du jetzt doppelt so viele Spinnen? Boah. Yay, wer hat sich das nicht immer gewünscht? Das ist schon alleine eine Pest gewesen. Also man wird jetzt noch mehr zu Tode gegankt in dem Spiel als vorher. Und wie gesagt, sie haben halt alle Gegnerpositionen geändert, teilweise Gegner in Levels reingepackt, die vorher nicht da waren. Neue NPC-Invader und sowas. Das ist schon krass, ne? Also es ist echt es ist schon, eine Hardcore-Version. Also es ist echt, als würde man ROM-Hack spielen. Ja. Finde ich auch komisch, die Entscheidung. Aber man kann nicht im Spiel umändern, dass man das alte spielt. Das ist immer das Gleiche. Also es ist immer Scholar of the First Sin. Aber die DLCs sind, glaube ich, auch alle komplett mit dabei. Ne? Die sind jetzt echt in die Welt integriert, weil vorher war es ja so, du hast ein DLC runtergeladen, dann hast du automatisch ein Item gedroppt bekommen in dein Inventar, mit dem du dann den DLC betreten konntest. Und jetzt ist es so, du musst diese Items, die dir Zugang zu den DLCs verschaffen, die musst du finden in der Welt. Die sind versteckt als Items. Ah, cool. Also die sind immer gleich versteckt. Also es gibt nur eine Truhe, wo die sind. Ah, ist cool. Ja, das war nämlich damals ein bisschen plump. Ne? Statisch, dass alle Schlüssel bekommen, denkst, okay, geh ich gleich. Aber es wäre auch scheiße gewesen, wenn du dir einen DLC... Eigentlich war das in Dark Souls 1 richtig schon trollig, das sind PC-Anlagen. Manche Leute haben sich wahrscheinlich echt den DLC gekauft und haben nie gespielt, betreten, weil sie nicht wussten, wie sie reinkommen. Aber irgendwie ist das geil, das passt zu dem Spiel. Ja, das ist halt so charming. Mystisch und... Keine Ahnung.
Aber ja, eigentlich viel mehr dazu gibt's nicht zu sagen. Doch, man muss noch sagen, es gibt noch ein alternatives Ending, ein neues in dem Spiel. Also es gibt zwei Endings. Ja, aber das wurde ja auch dann im normalen Spiel auch dazu gepatcht. Ja, und einen Final Boss noch, einen anderen. Genau. Also das wurde noch verändert. Also okay, man hat ein gratis Update bekommen, weil ich habe mir das Spiel auch... Ich dachte, das ist richtig. Skull of the First Sin kaufe ich mir jetzt auch für 360, weil es ist auch für 360 erschienen. Ich dachte mir, okay, ich lege es ein und es ist einfach nur das ganz normale Dark Souls 2, nur mit Erweiterung, also mit einem Season Pass dazu, um sich die DLCs runterzuladen. Und es ist quasi nur Dark Souls 2, heißt aber Skull of the First Sin, aber es sind keine neuen Gegner drin, nicht die neuen Positionen. Ziemlich enttäuscht, ich konnte es zum Glück noch umtauschen, weil sonst hätte ich jetzt noch hier rumfliegen, hätte ich zweimal Dark Souls 2 hier rumfliegen gehabt. Traurig eigentlich. Also es war so ein bisschen Verblendung mit dem Namen, weil man hätte echt deklarieren müssen, auf der Verpackung ist Dark Souls 2 und es ist nicht Skull of the First Sin, sondern es ist Dark Souls 2, quasi die beste Edition mit halt allen DLCs dabei. Das war so ein bisschen irreführend. Ich hätte es auch mal gerne gespielt, das Skull of the First Sin. Habe ich bis jetzt nicht gekonnt, weil ich, wie gesagt, ich habe keine PlayStation 4, keinen guten PC und auch keine Xbox One. Ja, du hast echt nicht groß was verpasst. Besonders als PC-Spieler hat man eigentlich kaum was verpasst. Ja. Wenn man es nur auf Konsole vorher kannte und dann jetzt zum Beispiel auf PS4 Skull of the First Sin spielt, dann ist es halt extrem geil, weil es wirklich konstant 60 FPS hat. Ja, das macht schon das Spiel ein bisschen flüssiger. Und die Grafik halt ein bisschen hübscher. Irgendwie das Lighting und so Sachen halt. Aber an sich, die Grafik hat sich nicht verändert. Ja. Irgendwas, die Levels sind die gleichen, wie gesagt, und Gegner, Item Positions und sowas halt verändert. Obwohl, es gibt jetzt auch gerade ein Gerücht, dass irgendwie vielleicht Demon's Souls nochmal HD remastered wird. Ich weiß nicht, wie dieses Gerücht überhaupt jetzt noch. Ich weiß auch nicht, wo das genau herkam und wie das dann genau aussieht. Es gab, glaube ich, einen Screenshot oder so von so einer Version. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie irgendwie mehr machen als ein Port. Oder es vielleicht ein bisschen hochskalieren. Das wäre krass. Ich glaube nicht, dass sie das komplett remaken. Aber es kann vielleicht sein, dass sie echt ein paar Bosse anders machen. Das könnte ich mir vorstellen. Ja, sowas. Das ist nicht ausgeschlossen. Ich könnte mir sowas vorstellen wie Majora's Mask 3D. Ja, genau. So ein Upgrade. So ein Upgrade. Aber ich glaube nicht, dass es komplett... Nee, das wäre auch zu viel Arbeit, glaube ich. Weil es ist ja auch noch Dark Souls 3 in Entwicklung. Genau, das kommt ja auch. Ich glaube, es wäre ein bisschen viel für From Software, das alles noch irgendwie unter Hut zu kriegen. Aber und Miyazaki hat wohl gesagt, dass Dark Souls 3 erstmal das letzte Souls-Spiel ist. Was auch gut sein kann. Also vielleicht machen sie ein anderes Franchise, was so ähnlich ist wie Souls oder so. Aber ich finde, irgendwann sollte auch Souls beendet werden. Also wenn jetzt schon wieder dann ein Jahr darauf noch eins rauskommen würde, dann wäre ich auch... Also ich habe jetzt schon... Jetzt nach Bloodborne, also auch schon bei Bloodborne, hatte ich schon so ein bisschen... So ein Sättigungspunkt, ne? Ja. Ja, ich kenne das. Aber irgendwann ist es halt nicht mehr... Ja, irgendwann ist es halt nicht mehr so unique, ne? Genau. Aber wie gesagt, ich kann nicht meckern, also Dark Souls 3 bin ich voll hyped. Es sind auf jeden Fall alles qualitativ hochwertige Spiele, Es sind alles qualitativ hochwertige Spiele. Punkt. Dann kamen wir jetzt zu einem anderen Spiel, was ich auch sehr cool finde, was ich nicht habe, was du hast, was wir bei dir durchgespielt haben. Was denn? Warum ist das überhaupt drauf, Shovel Knight? Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, welche Version das ist, aber wir können ja trotzdem über Shovel Knight reden. Okay, also es ist dieses Jahr scheinbar noch für irgendein... Es ist glaube ich, als CD-Version nochmal rausgekommen. Es gibt es für 3DS gibt es das. Und ich glaube, es gibt es auch für die... Es gibt es für 3DS, Wii U, eigentlich PC... PlayStation 4. Was denn das für iOS rausgekommen ist und Android? Ich weiß es nicht. Aber es kommt auf jeden Fall auch noch ein Shovel Knight Amiibo raus für die Wii U. Der sieht auch ziemlich tight aus. Okay, auf jeden Fall irgendeine Version ist noch rausgekommen. Und wir können es auch so erwähnen, weil noch der DLC rausgekommen ist. Ah, stimmt. Black Knight. Ne? Also hast du denn überhaupt... Ich habe den DLC... Hast du den DLC? Der ist kostenlos. Der ist kostenlos. Hast du gespielt? Ich hab ihn nicht durchgespielt, aber ich habe... Also im Prinzip... Du spielst nochmal das... Aber wir können erstmal über das Main-Game reden. Ja, Shovel Knight ist ein Plattformer mit charmantem 8-Bit-Style. Es ist nicht wirklich 8-Bit, weil zu viele Farben dafür, aber es soll halt in diese Nische Mega Man Castlevania reinschlagen. Ne? Ja, also die alten Klassiker. Man hat auch so Sachen also man hat halt diesen kleinen Ritter mit seiner Schaufel als Waffe und da hat halt diese Moves, wo man auch einfach sieht, okay, die sind aus anderen Spielen abgeguckt. Man kann halt so ein Pogo-Stick-Jump machen mit seiner Schaufel. Das erinnert an entweder die DuckTales. Die Attacke aus DuckTales oder die Drop-Attack von Link in Zelda 2. Stimmt, genau. Ich weiß nicht, was von beiden zuerst war. Jetzt müssen wir recherchieren. Aber ja, und ansonsten ähnelt es eigentlich Mega Man, weil man hat irgendwie diese anderen Ritter, die halt quasi die Bosse von den Levels sind und jeder hat irgendwie seine eigene Stage und man kriegt von jedem quasi eine Waffe. Und es gibt einen Big Daddy Knight. Ja. Das ist schon geil.
Ja, es ist halt alles. Treasure Knight. Es ist aufgebröselt wie ein Mega Man-Spiel. Ihr habt Stages, ja. Jede Stage hat irgendwie ein spezielles Thema. Wir werden auch immer kniffliger, immer mit einem Boss am Ende. Und ihr habt auch eine Stadt, wo ihr dann halt euch zurückziehen könnt, euch upgraden könnt oder auch Zusatzwaffen findet ihr auch in den Leveln. Ist ein richtig, richtig nettes, ja, richtig nettes, schönes Spiel, geile Optik, auch geile Musik. Also die Musik ist auch wieder so Ohrwurm-catchy, ja, so Tunes, wie nennt man die denn normal? Chiptune-Musik, ja. Also es ist glaube ich, von der Komponistin von Mega Man, glaube ich, auch. Die hat, glaube ich, 2 Tracks gemacht davon. Den Rest hat Jake Kaufmann gemacht, glaube ich. Der hat auch für zum Beispiel diese ganzen Shantae-Spiele und so. Ah, na gut, Shantae ist ja auch raus noch gekommen, aber haben wir auch nicht gespielt. Ich hab eins auf dem 3DS gespielt. Auch durch? Ich glaube, ich habe es nicht durchgespielt, ehrlich gesagt. Aber es ist auch halt ein Metroidvania-mäßiger Plattformer, ne? Ja, so ein bisschen. Auf jeden Fall Shovel Knight, eine kleine Überraschung, wurde von Yacht Club Games gemacht. Ja. Und es ist halt ein vorwärtiges Spiel. Also wenn man es spielt, man verliebt sich direkt da drin. Man ist direkt hineinversetzt irgendwie in die älteren Spiele. Es hat ein geiles... Ja, es ist übelst charmant. Ja, hat eine gute Engine. Einen lustigen Humor, ein geiles Gameplay, geilen Sound. Und es gibt, glaube ich, auf der Edition so für die PlayStation 4 Spiel in diesem Genre sein kann. Für die PlayStation 4 gibt es noch einen Kratos als Gegner. Also den von God of War. Und bei der Xbox-Version gibt es die Battletoads als Gegner. Die auf der Karte, glaube ich, rumrennen. Also es gibt noch Goodies für die beiden Versionen. Echt? Den Kratos gibt es einfach auf PS4? Den gibt es nur auf PS4 exklusiv. Und ich habe das Spiel nämlich auf PS4 und ich habe Kratos nie getroffen. Noch nie getroffen. Vielleicht muss man sich noch runterladen. Ich weiß es nicht. Könnt ihr vielleicht mal checken. Aber ich habe mal in einem Trailer gesehen für die PS4, dass Kratos auch als Gegner da ist. Es gibt auch auf der Landkarte, gibt es auch so wie bei Mario Bros. 3 damals, so Hammerwerfer, gibt es auch so andere Ritter, die einem verfolgen und die kämpfen dann auch gegen dich. Also das ist auch ganz cool. Von denen kriegst du dann auch wieder Geld. Ich glaube, 3 zusätzliche Bosse, ne? Ja, 3 zusätzliche Bosse. Was nett ist. Ja, und halt auch für Speedrunner. Genau, und jetzt haben sie einfach noch dieses Jahr einen kostenlosen DLC rausgebracht dafür, wo man einen der anderen Ritter, der eigentliche Boss im Spiel ist. Mit dem dann das Spiel durchspielt. Muss man auch seine Stage dann nochmal durchspielen? Oder echt? Ja. Yep. Dann muss man gegen Plague Knight mit... Nein. Okay, ist eine Überraschung. Okay. Dann spoil's mal bitte nicht. Ja, und man spielt im Prinzip eigentlich nur das Hauptspiel durch, nur halt mit Plague Knight. Und der ist komplett, spielt sich komplett anders als Shovel Knight. Läuft, glaube ich, ein bisschen langsamer, aber nicht wirklich viel langsamer. Also ist eigentlich ähnlich. Und er rutscht so ein bisschen, also er ist etwas schwerer zu kontrollieren. Und er springt nicht so hoch wie Shovel Knight. Aber er kann als normale Attacke, wenn man B drückt, schmeißt er halt Bomben. Okay. Und diese Bomben kann man komplett modifizieren, wie man die haben will. Weil die bestehen aus 3 verschiedenen Komponenten. Die bestehen aus einer Lunte, einem Behälter und halt aus Sprengpulver. Okay. Und je nachdem, was für Kram man benutzt, haben die verschiedene Eigenschaften. Man kann zum Beispiel eine Bombe haben, die fliegt dann in einer Kurve nach oben. Man kann eine machen, die schmeißt er in einem Bogen, quasi wie die Axt von Castlevania. Die schmeißt er geradeaus. Dann kann man machen, dass die direkt explodieren, nachdem man die geschmissen hat. Man kann machen, dass die timed sind. Dann kann man machen, dass die gar nicht explodieren, sondern dass die so eine Wolke in der Luft hinterlassen. Wenn man noch eine zweite in die Wolke reinwirft, wird die Wolke größer. Wenn man 3 aufeinander schmeißt, dann gibt's eine riesen Explosion an der Stelle. Also man kann es komplett variieren, was man für Bomben hat. Das kann man immer im Spiel machen. Es gibt Homing-Bomben. Man kann das, muss man das unterwegs die ganz, ja, man muss die Dinger kaufen, die Upgrades. Okay. Und man muss die erst freischalten. Also man findet so Münzen in den Levels und wenn man wenn du 30 hast, okay, dann schaltest du die nächsten Dinger, die du kaufen kannst, frei und dann. Interessant, cool. 50 weitere Münzen. So, und wenn du B gedrückt hältst, dann hat er noch so eine super Attacke, nicht wirklich super Attacke, aber du hast halt so eine Aufladeattacke und wenn du dann loslässt, explodiert Plague Knight und fliegt hoch. Und das musst du quasi die ganze Zeit benutzen zum Springen. Das heißt, du springst und dann hast du quasi noch diesen Doppelsprung mit dieser Explosion, fliegst du halt wirklich extrem hoch. Okay. Und dafür gibt es dann aber auch wieder verschiedene Modifikationen. Du kannst dann zum Beispiel machen, dass du danach dann langsam runterfällst, so als hättest du einen Fallschirm. Oder du kannst machen, dass aus dieser Explosion dann, oder dass irgendwie nach der Explosion so Eiszapfen aus dir rausrieseln, die den Gegner treffen können. Solche Sachen. Aber es kann cool, halt komplett viel Mühe mitgegeben, ja, ne, weil es echt dann ein ganz anderes Spiel. Und die Levels sind auch ein bisschen verändert und damit angepasst auch schaffen an die Fähigkeiten von Plague Knight. Cool. Und halt auch,
du kannst nicht einfach in die Stadt reingehen, weil du halt total verhasst bist, sondern du hast dann deine eigene Secret Base hast du unter der Stadt und es ist lustig, wie man da hinkommt und so. Also ich will jetzt nichts spoilern oder vorwegnehmen. Gerade habe ich Bock drauf. Aber es ist lustig gemacht. Vielleicht gibt es irgendwann einen Steam-Sale oder so für billig, dann hole ich es mir. Krass. Es ist geil, weil es einfach komplett kostenlos ist. Wir haben übrigens Mario Maker nicht drin, fällt mir gerade ein. Ne? Das ist ja auch noch ein Spiel, worüber man reden sollte. Also vielleicht kommt noch mal extra was zu Mario Maker. Aber wir haben auch im letzten Discast ziemlich viel zu Mario Maker gesagt, würde ich sagen. Und wir sind jetzt übrigens schon über einer Stunde. Yay! Yeah. Und wir haben jetzt bis jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 von unseren Zuhörern. Wobei man auch sagen muss, zu den meisten anderen Spielen haben wir nicht so viel zu erzählen. Ich denke mal auch nicht. Also ich denke mal, das Ding wird vielleicht noch eine halbe Stunde gehen, höchstens. Die Frage ist dann, wie du nach Hause kommst. Wir können das auch parten. Wir können auch jetzt den ersten Part machen und dann später den zweiten Part irgendwann machen und nachschieben. Ja, wir können einfach erstmal weitermachen, wenn wir keinen Bock mehr haben. Oder mir ist es egal. Nichts, also, nichts mehr zu sagen haben, können wir aufhören. So, nun kannst du auch hier auf dem Boden schlafen. Genau. Nett. Nein, wird schon. Fährt ja der Bus oder so. Gut, also Shovel Knight auf jeden Fall ein sehr charmantes Spiel, ein sehr cooles Spiel. Wurde auch durch Kickstarter, glaube ich, ins Leben gerufen. Also es war jetzt nicht ein Spiel, was einfach so rausgekommen ist, sondern es war auf die Crowdfunding-Methode angewiesen. Was auch wieder wie lustig ist, aber es hat echt gezeigt, es wurde nicht irgendwas versprochen und nicht gehalten. Also das Spiel hat echt alles gehalten, was versprochen hat. Ich habe es nicht gebackt, du? Nein. Na gut. Ich habe, glaube ich, bisher noch nie was gebackt. Obwohl, ich hätte mal besser das neue Bloodstained oder so. Das hätte ich mal gerne gebackt. Ich habe echt nur einmal was gebackt und das ist fehlgeschlagen. Und das war... Put it in your mouth. Wie hieß es? Shadow of the Eternals? Ach ja, das ist Eternal Darkness 2. Ja, gab es ja auch einen riesen Skandal mit, ne? Ja, ist leider nichts draus geworden. Scheiße eigentlich. Hätte ich mich gehofft, wofür. Aber es sah auch vom Style her ganz anders aus, ne? Also das, was man gesehen hat, sah so ein bisschen komisch aus. Aber genug dazu. Wir kommen jetzt... Das ist ja dein Golfsimulator. Also wir reden jetzt über The Pitcher. Okay, ist ein Insider. Also wir reden über The Witcher 3 Wild Hunt. Wild Hunter. Die wilde Jagd. Ein sehr cooles Spiel. Es gab halt schon zwei Spiele vorher. Wann ist das denn rausgekommen? Das, keine Ahnung. Jetzt ist es gerade vor 4 Monaten vielleicht. 3 Monaten. Vielleicht, warte, April, Mai. Juli, August. Also es ist wichtig, wann es rausgekommen ist. Ende Sommer. Es kann auch sein, dass die Liste ein bisschen verschoben ist oder so, aber es ist nicht wirklich wichtig, aber eigentlich soll das ja so eine Art Jahresrückblick. Es ist der Jahresrückblick. Ja, aber wie immer sind wir unorganisiert. Wir sind total gut vorbereitet. Ich habe eine Textdatei mit. Siehst uns Namen. Bitte. Ja, das ist schon. Ich finde diese Rückblick des Discuss eigentlich ganz schön, weil ich habe mal unser letztes angehört vom letzten. Letztes Jahr haben wir, glaube ich, gar keins gemacht. Nein? Von 2012 habe ich, glaube ich, eins gut. 13, 14 haben wir nicht gemacht. Wir haben letztes Jahr eins gemacht, oder? Nein, du täuschst dich. Ich kann es dir gleich zeigen, ja. Ist so. Ich weiß noch nicht, warum. Warum nicht? Aber vielleicht sollte das jetzt auch so eine Tradition werden. Ihr könnt natürlich auch sagen, ob euch das Format gefällt oder nicht. Aber auf jeden Fall The Witcher 3, es gab halt schon zwei Teile vor. Es ist halt nach einer Buchvorlage entstanden, das Spiel. Und es macht, glaube ich, ein russischer. Polnische, nicht russischer, Entschuldigung. Polnische Fantasy-Bücher sind das. Und soweit ich weiß... Soweit ich weiß, bezieht sich das alles auch auf polnische Mythologie. Also die ganzen Monster, die da vorkommen und so, sind der polnischen Mythologie entnommen. Was ich interessant finde, weil da, also eine andere Mythologie. Games hat man irgendwie, keine Ahnung, griechische oder was weiß ich. Oder keltische oder so, ne? Na, griechisch ist echt sehr viel, ne? Auf jeden Fall Witcher 3, ich hab's nicht. Überraschung, ich habe es nicht gespielt. Ich habe mir halt nur meinen Trailer angesehen, Let's Play habe ich mal reingeschaut und so. Aber der Greedo hat es auch angefangen, würden wir mal sagen. Ich habe es auch relativ, also was halt für die Art von Spielen nicht lang gespielt. Ich habe es auf jeden Fall über 20 Stunden gespielt, würde ich sagen. Nicht 30. Aber ja, ich bin halt nicht ansatzweise durch. Und das Spiel ist übelst geil, also die Welt ist super designt. Die Grafik ist richtig nice. Ja. Die Story und alles ist total glaubwürdig und überhaupt. Das Spiel ist so perfekt, wie es nur sein kann, wie es auch in allen Reviews hochgelobt wurde und alles. Ist super geil. Aber ich will es einfach nicht spielen. Ich muss aber auch sagen. Als ich es gespielt habe, hatte ich echt Bock. Irgendwie, es hat Bock gemacht. Aber es wurde mir irgendwie zu viel, weil es gibt zu viel zu tun. Es ist so extrem zeitkonsumierend. Man wird die ganze Zeit zugetextet von Leuten und
Das ist schon, lustig, mit was für Sachen wir argumentieren. Denn wir sagen von einem Videospiel, es ist uns zu viel an Zeug, was man machen kann. Das ist schon krass. Ja, ich weiß, ich kann es nachvollziehen. Man kann allein da Stunden damit verbringen, nur sein Equipment abzugraden. Wenn man es normal spielt, hat man jetzt nicht so extrem viel Geld, dass man sich mal eben irgendwie eine neue Rüstung machen kann oder so. Ja. Und wenn man sich dann irgendwie was Spezielles craften will, dann muss man irgendwelche ganz seltenen Monster erlegen. Ja, und die sind alle mit irgendwelchen Quests verbunden und man muss erstmal Detektivarbeit leisten, wie man dieses Monster findet. Aber man kriegt das dann nicht 100%. Was gegen das effektiv ist. Doch, ich immer schon. Das ist sonst ziemlich assig, wenn du irgendwie eine 3-Stunden-Quest machst und dann siehst du den Schwanz vom Löwen. Ja, es kommt darauf an, ob es irgendwas ist, was respawnt oder man mehrmals bekämpft kann. Also es sind halt echt ziemlich viele kleine Zahnräder, die in dem Spiel verbaut sind, um irgendwas zu erreichen. Also man muss echt sehr viel machen. Ja, es gibt auch so Sachen wie, dass du irgendwie einen Quest auf verschiedene Arten und Weisen machen kannst. Ah, schon, das hast du mir erzählt. Ne? Das ist zum Beispiel, du findest einen NPC und der sagt dir, ja, da und da ist das und das Monster habe ich gesehen und dann kannst du da hingehen und das erledigen. Und kriegst dann von ihm die Belohnung. Oder aber du bist vielleicht einfach durch Zufall bist du in der Gegend gewesen, triffst dann das Monster, erlegst es und kannst dann trotzdem die Belohnung. So, ich weiß nicht, ob das exakt jetzt so vorgekommen ist in dem Spiel, aber so in der Art so Sachen gibt es auf jeden Fall. Und es gibt bei vielen Quests gibt's echt komplett unterschiedliche Sachen, die du machen kannst und das verändert wirklich die nicht unbedingt immer die Main Story, ja. Aber was mit den Charakteren passiert. Es kann sein, dass Charaktere dann dass du denkst, okay, ich habe auf jeden Fall das Richtige gemacht, aber dann stirbt jemand, basierend auf der Sache, die du gewählt hast. Es gibt halt nicht, wie in anderen Spielen wirklich, wie zum Beispiel in Fallout, so ein Karma-System oder so, oder dass es irgendwie alles, dass es eindeutig gut oder böse ist, dass du danach sondern du weißt nie so wirklich, ist das gut oder schlecht, was deine Aktionen wirklich machen werden, was das nach sich ziehen wird. Aber du hast gesagt, das Kampfsystem ist nicht so geil, ne? Du meinst irgendwie, es ist so prickelnd. Es ist auch nicht schlecht, aber es ist halt, es ist so ein Action-Kampfsystem, das irgendwie nicht so präzise ist oder nicht so griffig wie jetzt zum Beispiel in den Souls-Games. Ja, wir müssen es leider mal. Es ist vergleichbar, weil es vom Kampfsystem her ein ähnliches Spiel ist. Ich weiß, aber es ist halt eine hohe Kunst, den Schwierigkeitsgrad. Halt, und es ist auch ein schnelleres Spiel. Ich stelle vor, du hättest so eine Souls-Engine oder so, dann wird das ganze Spiel auch nicht funktionieren, weil da hast du ja auch Plattformen, du kannst irgendwo rumhüpfen, irgendwo tauchen und so. Das hast du ja bei Souls nicht. Du hast ja eine größere Welt. Nur was ich sagen muss zu The Witcher 3, wo ich das gesehen habe an Trailern, ich glaube, es war E3. Ich muss echt sagen, das war für mich echt so der Sprung für Next Gen, weil diese Wälder, ich habe ja diesen Trailer dir gezeigt, da dachte ich so, boah, Alter, guck dir das einfach an. Das ist auch wirklich so, auch wenn du spielst, einfach nur geil du stehst aus. Da in der Landschaft rum und die Landschaft sieht wirklich die Bäume realistisch aus. Die Gräser, also alles bewegt sich. Und alles ist voll mit irgendwelchen kleinen, geilen Look. Alles ist voll mit irgendwelchen kleinen Blüten und Blättern und es sieht wirklich, ich habe noch nie gesehen, dass Leute in einem Spiel das so hingekriegt haben, Natur. Ja. So darzustellen, dass es wirklich realistisch aussieht. Ja, weil wenn du dann dachte so Skyrim früher da schon mal so, oh, okay, Lichteffekte und so und hey, das sieht voll natürlich aus. Aber das sieht wirklich, es sieht wirklich aus, als wenn man in dieser Welt drin. Ja, und das hat mich auch total beeindruckt. Das Spiel sieht einfach nur verdammt geil aus. Sieht echt so schön. Das ist echt keine Ahnung. Ich habe bisher noch nicht viele Spiele gesehen, die echt so geile Details haben. Auch die Texturen sind super. Also mir gefällt das Spiel vom Look echt. Total erste Sahne. Nur, wie gesagt, ich hätte es mir vielleicht gekauft, aber ich hätte auch mal gerne erst dann den ersten und zweiten gespielt, weil ich weiß nicht, Trilogie. Ich glaube, den ersten muss man heutzutage nicht mehr spielen. Ist ja so schlecht. Okay, aber der zweite soll relativ geil sein. Der zweite den hast du auch kostenlos auf Xbox Live mir runterladen können. Da habe ich auch relativ weit gespielt, auch aus irgendeinem Grund nicht zu Ende, aber ja, als ich es gespielt habe, war es schon geil. Ja, man ist auch wieder an so einem Punkt, man muss gucken, sowas wie Mario Maker, du spielst es einfach und kannst es weglegen. Und sowas wie The Witcher, du spielst es, denkst du, boah, voll viel Story, voll viele Eindrücke und wenn dann das eine Woche nicht gespielt hast, kannst du nicht klar. Ja, und du kannst nicht die ganze Zeit wirklich machen, was du willst, sondern du musst dieser Story folgen. Du wirst da teilweise wirklich zugebombt mit ewig langen Story-Sequenzen und wirst einfach zugetextet von irgendwelchen NPCs. Ja. Und ich weiß nicht, ich bin so ein Freiheitsmensch, ich will das nicht immer. Ich will dann, bin auch so jemand, der dann bei Fallout irgendwie, anstatt die Story zu machen, einfach nur quer rumrennt, ins Ödland und keine Ahnung, dann von irgendeinem Supermutanten, der
10 Level höher ist, umgenockt wird oder so. Ja, es ist halt schwierig, Freiheit in einem Spiel zu strukturieren, weil gerade ja. so ein Spiel muss ja irgendwas haben, weil sonst hast du einen Open-World-Titel. Wobei man sagen und muss, man ist in dem Spiel schon verdammt fucking frei. Es gibt, ich weiß. Man kann überall hinrennen und es gibt so viele Sidequests und sogar die Sidequests sind alle so geil designt. Sidequests haben Sidequests. Ja. Die sind wirklich, selbst die Sidequests sind richtig gut durchdesignt, haben eigene Areas irgendwie und eine eigene Story. Die sind richtig detailverliebt und sind alle, es gibt nicht wirklich so Quests wie irgendwie jetzt in einem MMO oder in auch anderen Spielen dieser Art. Ja, irgendwie geh so da und dahin und kill 5 von dem und dem Monster. Repetitive Scheiße. Sondern es ist dann echt so, ja, meine Tochter wurde dann und dann von irgendwas getötet und hier am Brunnen erscheinen irgendwie um die und die Uhrzeit Geister und. Ach, es hat ein Tag-Nacht-System? Ja. Okay, weil ich habe davon keine Ahnung. Und, ja, was soll ich sagen? Es ist, also ich habe noch nie in so einer Art Spiel irgendwie so ein geiles Quest-Design gesehen. Ich bin eigentlich kein Fan von Quests, weil Quests wirken immer so... Ja, reingepresst. Ne? Mach das bitte. Mach, komm. Weil aber die in dem Spiel sind schon echt geil designt, weil man wirklich dadurch dann neue Sachen sieht. Man kommt in irgendwelche neuen Areas rein und sieht irgendwelche neuen Monster, die man sonst nicht gesehen hätte. Und die sind alle irgendwie... anders zu bekämpfen oder man muss überhaupt erst rausfinden, wie man die finden kann, muss vielleicht mit irgendwelchen Leuten reden, muss Detektivarbeit leisten und sowas. Also es ist echt cool. Es ist halt echt eine lebendige Welt, wo man dann halt ist. Ne? Also kommt es eigentlich so 0815 rüber. Ist eigentlich ganz gut. Also es hat dir ja gut gefallen. Ich sollte es echt mal weiterspielen. Aber es ist einfach, dass ich jetzt schon gar nicht mehr. Ich wüsste jetzt, ich hatte halt eine Pause gemacht irgendwie und kam einfach nicht mehr in das Spiel rein. Ja, ich hätte auch jetzt das Problem. Ich müsste jetzt wahrscheinlich neu anfangen. Ich weiß, du machst es dann an und dann kommst du einfach nicht klar. Da weißt du, was für Items habe ich im Menü? Warum habe ich das? War ich schon da und da? Ich habe das gleiche Problem auch bei Spielen, die einfach extrem lange brauchen und wo du einfach Bock drauf haben musst. Das ist halt echt, du musst dich darauf einlassen können. Halt jetzt Weihnachten ist vielleicht auch eine gute Situation, wo man vielleicht nochmal irgendwelche Spiele spielen kann, vielleicht auch ältere Spiele oder neuere Spiele, wo man sagt, okay, das habe ich dann immer irgendwie verschoben, dieses Spiel. Bei mir ist es gerade jetzt nicht wirklich viel, weil ich spiele echt fast nur Smash Bros. Muss ich zu meiner Schande gestehen. Also jetzt gerade. Keine Schande. Und ich spiele noch jeder was er spielen möchte. Ja, und ich habe jetzt nochmal Dawn of Sorrow reingeschmissen und werde wahrscheinlich nochmal die ganzen Castlevanias einmal durchsuchen, weil sie mir auch an Herzen liegen. Und vielleicht spiele ich nochmal Dark Souls durch. Ich muss mal gucken. Und Bloodborne hier, Old Hunters, ich muss auf jeden Fall mich nochmal mit dir treffen. Aber dann... Ja.